is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? In diesen Stunden der Gnadenzeit, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wir glauben fest und ohne zu zweifeln an das baldige Kommen Christi. Das ist für uns kein Märchen, es ist Wirklichkeit. Wir zweifeln nicht daran. Noch haben wir seit Jahren bezweifelt, dass die Lehren, die wir heute vertreten, gegenwärtige Wahrheit sind. Und dass wir dem Gericht näher rücken. Wir bereiten uns auf die Begegnung mit dem vor, der von heiligen Engeln begleitet in den Wolken des Himmels erscheinen wird, um den Treuen und Gerechten den letzten Schliff zu geben, die Unsterblichkeit. Wenn er kommt, wird er uns nicht von Sünden reinigen, unsere Charakterfehler wegnehmen oder uns von den Schwächen unserer Temperamente und Launen heilen. Wenn überhaupt, dann wird diese Arbeit schon bei jener Zeit verbracht werden. Wenn der Herr kommt, werden die Heiligen weiterhin heilig sein. Wer seinen Körper und seinen Geist heilig gehalten hat, in Heiligung und Ehre, wird dann den letzten Schliff erhalten, die Unsterblichkeit. Wer aber ungerecht, nicht geheiligt und unrein ist, wird immer so bleiben. Dann kann für solche nichts mehr getan werden, um ihre Schwächen zu beseitigen und ihnen einen heiligen Charakter zu geben. Der Schmelzer wird dann nicht da sitzen, um sein Werk der Läuterung fortzuführen und ihre Sünden und ihre Verdorbenheit wegzunehmen. Das soll alles in diesen Stunden der Gnadenzeit geschehen. Jetzt muss dieses Werk für uns getan werden. Mit all unseren verschiedenen Fähigkeiten erfassen wir Gottes Wahrheit. Und indem wir unter den Einfluss dieser Wahrheit geraten, wird sie für uns bewirken, was nötig ist, um uns für das Reich der Herrlichkeit und die Gesellschaft der himmlischen Engel wirklich tauglich zu machen. Wir befinden uns jetzt in Gottes Werkstatt. Viele von uns sind raue Steine aus dem Steinbruch. Wenn wir aber die Wahrheit Gottes erfassen, wird sie uns beeinflussen. Sie erhebt uns und entfernt jede Unvollkommenheit und Sünde, welche Art sie auch immer sein mag. So werden wir darauf vorbereitet, den König in seiner Schönheit zu sehen und schließlich mit den reinen himmlischen Engeln im Reich der Herrlichkeit vereint zu werden. Dieses Werk soll für uns schon hier vollbracht werden. Hier sollen wir körperlich und geistig für die Unsterblichkeit tauglich gemacht werden. The Lord is coming. Are you ready?